Willkommen zurück zum Let's Play von Mass Effect 2. Ja, da ging jetzt mal wieder was in der Aufnahme schief. Und ich hatte eigentlich auch gar nicht vor, nach der verkackten Aufnahme das hier nochmal zu machen. Und naja, auf jeden Fall machen wir jetzt eine der Feuergänger-Missionen. Und wie euch auffällt, fehlt etwas Info. Also normalerweise... Normalerweise zeige ich ja, welchen Planeten ich angeflogen habe und was wir jetzt gerade, wohin wir auf dem Weg sind. Ja, ich habe wieder eine Weile nicht gezockt und ich merke schon, ja, ich habe es nicht mehr drauf. Also als wenn ich sie drauf gehabt hätte, aber das ist ja erstmal eine andere Frage. Naja, machen wir einfach das Beste draus und nehmen das so hin. Hoppala. Ja. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja, ist okay, ich bin trotzdem nicht Raucher. Was schon. Sollten wir wahrscheinlich nicht unbedingt rein. Geth-Streitkräfte entdeckt. Na, oder umfahren. Ja, genau, aus der... Was war denn das für ein Schuss? Also bitte. Das ist ja wohl... Im Inneren des ein Scherz. Ständiges Rauchverbot. Ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mal mehr an welche der Folgen es war, weil ich erinnere mich noch so, ich habe das aufgenommen, 3 Minuten, 4 Minuten und auf einmal kackt's ab und das war noch am Anfang von der Session. Und da war meine ganze Lust schon auf den ganzen Spaß schon verdorben, weil ich weiß, was das dann wieder dahinter steht, dass das dann wieder, naja. Ich hatte auf jeden Fall dann keine große Lust mehr, hab's abgebrochen mehr und jetzt einen anderen Tag, ein paar Tage später, nehme ich wieder auf und stelle fest, scheiße. Das Spiel hat sich gemerkt, wo ich eingestiegen bin und zwingt mich jetzt, es doch zu tun. Wo ich was ganz anderes jetzt vorgehabt hätte. Aber naja gut, man kann ja nicht alles haben. Bumm. Schieße wieder, kann ich. Ja, das ist übrigens ein Morgengeräusch, dass ich schon relativ beschädigt bin. Und dass ich doch mal etwas in Deckung gehen sollte. Dämlicher Scheiß-Koloss. Ja, genau. Was für eine Waffen. Das Vieh. So. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Doch da hoch? Ernsthaft? Ah, anscheinend. Oh, yeah, hinter eine Packuhr. Hindernis geortet. Oh, shit. Oh, falsche Taste. Ich weiß, dass ich eigentlich darüber muss, aber ich kann mich ja hier noch mal ein bisschen umgucken.
jetzt sollte ich vielleicht doch mal mich etwas kurz zurückhalten. Ich brenne etwas. Ein sicheres Zeichen, dass ich etwas zu viel einstecken durfte. Halt das für ein probates Mittel, den Koloss auszuschalten. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ah, oben hin, okay. Juhu. Wie jetzt? Das ist geil, ich schieß auf das andere und... hat auch was. Oh. Hindernis geortet. Ach, ernsthaft? Oh Gott. Na, keine Gef da? Das glaube ich doch wohl nicht. Ich treffe diesen dämlichen Kommandanten aber auch nicht, ey. Ja, genau. Wieso? Ah, dann gleich noch einmal, hoffentlich nicht von vorne. Ach, das ist doch kackegal, wen ich da jetzt mitnehme. Meine Güte, aber jetzt darf ich es bestimmt von vorne machen. Ja, ist alles zurückgesetzt. Toll. Toll. Naja, dann seht ihr wenigstens das Video jetzt nochmal. Scanne nach Missionszielen. So, dann wollen wir noch einmal... Lebt noch einer. Das ist ja wohl nicht. Oh. Nervt mich das. Okay, also ich muss sie auf jeden Fall treffen, was natürlich mit der Zielführung nicht so toll ist. Kennen wir ja schon. Das geht auch geil. Tot? Ah, sogar tot. Bin ich ja klasse. Drüben gibt es da noch einen Weg. Gehen wir mal hier lang. Warnung, feindliche Streitkräfte nähern sich. Sind wir jetzt woanders?
Hä? Ja, Mann, wir wissen es doch. Oh, jetzt mal wieder. So wie man es nicht tut. Na komm schon. Hindernis geortet. Naja. Achso, ja, passt. Er steht aber ziemlich schnell wieder auf hier, ey. Im Inneren des Fahrzeugs gibt's meine Güte, meine Güte. So, dann, wir wissen's doch. Jetzt gehen wir mit deinem Rauchverbot nicht auf den Kranz. Tja. Na komm, das Ganze jetzt noch einmal. So. Warnung, Gas-Streitkräfte entdeckt. Ich hab mal unterfallen lassen im Zweifelsfall. Ich finde das geil, wie extrem daneben die schießen. Was ist denn das? Okay. Ja, jetzt nicht versuchen, irgendwo durchzuglitschen. Diese Backen, dämlicher Kommandant. So haben wir es jetzt. Oh. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Haben wir das geschafft. Okay. Ja, wir gehen weg. Gut, dann schauen wir mal, wo es uns jetzt gleich nochmal hin verschlägt. So, hier werde ich dann zum, muss hier nicht noch eine Feuergängermission sein? Das ist ja doof. Ja, dann erforschen wir mal, mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Nein. Na ja, niedrig. Das wird ja immer besser hier. So, dann fliegen wir mal hier hin. Zack. Okay. 4 oder 5 Planeten.
oder Objekte. Oh, interessant. Oh. Iridium. Ich brauche kein Iridium, Mann. Hab doch genug davon, von dem Scheißzeug. Ja, Palladium habe ich auch eigentlich relativ viel. Mann. Sonde gestartet. Oh, das sieht ergiebig aus. Ja, dann. Sonde unterwegs. Das nehmen wir mit, das ist gut. Erstmal ein bisschen Platin können wir immer gebrauchen. Zumindest momentan. Und dann war es das schon auf dem Planeten. Dann weiter. Es sind vier. Es hätte sein gekonnt, dass in diesem Asteroidenfeld hier auch noch irgendwas ist. Manchmal ist es so. Fängt man dann an zu suchen. Oh. Sonde unterwegs. Das ist ja... Ja, also das ist jetzt hier nicht das Spannendste am Let's Play. Es wird wieder eine tolle Folge. Vielleicht schneide ich das auch nochmal raus. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Das ist nicht interessant. Sonde unterwegs. Immer schön alles absuchen. Sonde unterwegs. Ich erinnere mich immer so, dass ich vom Iridium und Palladium immer relativ viel habe. Naja, gut. Keine Mangelware in diesem Universum. Im Gegensatz zu Element Zero und anscheinend Platin. Ach Gott, da lohnt sich ja schon gar nicht zu suchen. Na gut. Dann machen wir zurück und ach scheiße, da unten ist noch einer. Scheiße. Ja, dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut!